So Leute, jetzt gibt es 10 ausgestorbene Tiere, von denen Leute glauben, dass sie noch existieren. Und wir werden jetzt auch selber mal gucken, an welche Tiere wir vielleicht auch glauben. Leute, das Video ist von der Weißen Eule, schaut gerne mal vorbei, lasst ein Like und ein Abo da und go! Einem neuen Video. Die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt und im Laufe der Jahre hätten mehr als 5 Milliarden verschiedener Arten auf unserem Planeten gelebt. Man geht davon aus, dass 99% ausgestorben sind und nur 14% dokumentiert sind. In einigen Fällen denken Wissenschaftler, dass eine bestimmte Spezies ausgestorben ist und einige Jahre später wird entdeckt, dass sie doch noch lebt. Heute zeigen wir euch 10 ausgestorbene... Ja, aber sowas wie T-Rex und so weiter, da können wir uns ja alle einigen... Also nirgendwo wird es noch einen T-Rex geben, oder? Ausgestorbene Tiere, von denen einige Menschen glauben, dass sie doch noch existieren. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Okay. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Ja, Daumen hoch. Nummer 10. Der Dodo ist ein ausgestorbener, flugunfähiger Vogel, der hauptsächlich auf der Insel Mauritius im Osten Afrikas lebte. 1598 war Mauritius eine unbewohnte Insel und holländische Seefahrer kamen hier zum ersten Mal an Land und entdeckten viele wilde Tiere, auch den Dodo. Die Holländer jagten diese Vögel und ihr Lebensraum wurde nach und nach zerstört. Das lag auch daran, dass sie Katzen, Schweine und Ratten auf der Insel freigelassen hatten, die alle Nester der Dodos plünderten und alle Eier fraßen. 64 Jahre später war der Dodo völlig ausgestorben, aber zu dieser Zeit schien es niemanden zu kümmern. Einige Wissenschaftler sind jedoch davon überzeugt, dass sie noch am Leben sind. Ich kann mir auch vorstellen, auf irgendeiner Insel, ganz ehrlich, Seven vs. Wild Style Dodo Experiment, ich sag, die Dodos, auf irgendeiner unberührten Insel, da chillen die noch. Ich sag's euch. 2014 wurde ein französischer Dokumentarfilm veröffentlicht, in dem ein Wissenschaftler die Beobachtung eines Dodos vor der Kamera festgehalten hätte. Einige Leute denken jedoch, dass dieses Video gefälscht ist. Nummer 9. Ich kann mir das vorstellen, dass die noch da sind. Lonesome George war eine Unterart der Riesenschildkröte und war die letzte ihrer Art. Sie wurde erstmals 1971 von einem bulgarischen Wissenschaftler auf der Insel Pinta in Ecuador entdeckt. Diese Insel gehört zu den Galapagos-Inseln und wurde nach einem der drei Schiffe von Kolumbus benannt. Nachdem sie George gefunden hatten... Wie traurig ist das denn? Er weiß es natürlich nicht. Du bist der letzte Dude deiner Art. Das ist, danach ist alles weg. Das ist echt traurig. Suchten sie die ganze Insel ab, konnten aber keine anderen Dinosaurier finden, sodass George ganz alleine war. No. Danach wurde er in ein Forschungsinstitut versetzt, wo er mit zwei... Moment mal, da ist doch, wer sind denn die? ...weiblichen Schildkröten einer anderen Spezies untergebracht wurde. Obwohl es mehrere Versuche gab, sie fortzupflanzen, gelang es nicht. 13 Jahre später, 2012, starb George im Alter von 100 Jahren. Das war allerdings recht jung, denn Riesenschildkröten seiner Art können normalerweise 200 Jahre alt werden. What? Im Jahr 2017 fanden Forscher Hybrid-Nachkommen der Schildkröte 200? Auf einer anderen Insel in der Nähe. Nachdem die genetische Forschung abgeschlossen war, vermuteten die Wissenschaftler, dass George Spezies noch am Leben sein könnte. Also ich wusste, dass Schildkröten relativ alt werden können, aber 200 Jahre? Das ist ja völlig krank. Nummer 8. Das Wollmammut ist eine Elefantenart mit dickem Fell, die etwa 3,4 Meter groß und 6000 Kilogramm schwer war. Es wird vermutet, dass diese Spezies offiziell vor 10.000 Jahren ausgestorben ist. Beweise zeigten jedoch, dass eine kleine Population auf der Insel Frangel im arktischen Ozean noch am Leben war. Forscher konnten herausfinden, dass das Wollhaarmammut vor etwa 3.700 Jahren noch am Leben war. Das bedeutet, dass sie mit den Menschen gelebt haben. Und die Menschen hätten sogar Mammutknochen als Baumaterial und Werkzeuge benutzt. Ich dachte, wir haben die gefressen. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Wollmammut überleben kann. Die Wissenschaftler sind überzeugt, dass sie die Tiere durch ihre DNA zurückbringen können. Ja. Andere Menschen glauben sogar, dass sie noch existieren. Das folgende Video, das 2012 hochgeladen wurde, lässt vermuten, dass ein Mammut irgendwo in Sibirien einen Fluss überquert. Das war doch einfach ein Elefant. Also, ich glaube nicht, die Tiere sind ja auch so groß. Die sind nicht so kleine, süße Dodos, die auf irgendeiner Insel hätten überleben können, sondern ich glaube schon, dass Mammut hätte man in irgendeiner Weise irgendwann mal wieder entdeckt. Aber soweit ich auch weiß, kann man die easy klonen und dann sind die bald wieder am Start. Dr. Professor Palu. Nummer 7. Der Gigantopithecus ist eine ausgestorbene Primatenart aus der Familie der... Den hatte ich! Bei Ark, da haben wir den versucht zu fangen und so. Großen Menschenaffen. Ja. Diese Spezies wäre vor etwa 9 Millionen bis 100.000 Jahren ausgestorben. Dieser menschliche Affe konnte bei einem Gewicht von 300 Kilogramm eine Länge von 3 Metern erreichen.
Nun gibt es schon seit Jahren Geschichten, dass der Gigantopithecus noch lebt und für Bigfoot gehalten wird. Andere Leute denken, dass Bigfoot vom Gigantopithecus abstammt. Beide können aufrecht gehen, genau wie ein Mensch. Und obwohl mehrere Beobachtungen berichtet wurden, gibt es einen, der bei weitem hervorsticht. 1967 wäre Roger Patterson in einem Wald irgendwo in Bluff Creek, Kalifornien, auf Bigfoot gestoßen. Das Video wurde von vielen Leuten, einschließlich Experten, gründlich recherchiert und die Mehrheit ist sich einig, dass dies tatsächlich Bigfoot gewesen sein könnte. Was denkst du? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Also wo ist denn, ich denke immer, ja, Bigfoot wird immer gefunden, aber wo ist denn die Frau von Bigfoot? Wo ist Bigfoots Mama, Papa, Onkel und so weiter? Es wird ja immer nur so eine Person gefunden. Aber der muss ja auch von irgendjemandem abstammen und der wird ja auch nicht 1000 Jahre alt. Also so diese ganze Bigfoot-Sachen... Glaube ich nicht so dran. Wissen. Wie gesagt, der Dodo. Nummer 6. Das ist ein guter. Der Megalodon ist eine Haiart, die schätzungsweise eine Länge von 18 Metern erreicht hat. Sie wären vor 3,6 bis 1,5 Millionen Jahren ausgestorben. Das ist so heftig. Hier zum Vergleich ein anderer Meeresbewohner. Der Megalodon war etwa dreimal größer als der größte Raubfisch der Erde, der weiße Hai. Da nur 5% des Ozeans entdeckt worden sind, glauben einige Leute, dass der Megalodon noch existiert. Im Internet kursieren Videos, die suggerieren, dass ein Megalodon von einer Kamera eingefangen wurde. Mhm. Doch das sind höchstwahrscheinlich Walhaie oder Pazifik-Schlummerhaie. 1942 hätte der Discovery Channel eine Dokumentation veröffentlicht, in dem eine riesige Flosse zu sehen war. Das Bild soll in der Nähe von Kapstadt in Südafrika aufgenommen worden sein. Ja. Und laut ihnen stammt die Flosse von einem fast 20 Meter langen Megalodon. Der würde uns fressen wie so ein... Keine Ahnung, wie so ein kleinen, wie ein Gummibärchen. Aber ich glaube nicht, dass du diesem Hai begegnen möchtest. Nee. Ich meine, schau dir dieses Bild eines Megalodon-Zahnes an, der in Peru gefunden wurde und unglaubliche 19 cm groß ist. Nummer 5. Läuft. Der braucht eine große Zahnbürste. Der Plesiosaurier war ein riesiges Meeresreptil mit einem langen Hals und wäre nach Ansicht der Wissenschaftler vor etwa 66 Millionen Jahren ausgestorben. Nessie. 1823 wurde ein vollständiges Skelett von einer Fossiliensammlerin namens Mary Anning entdeckt. Diese Meerestiere hätten in den europäischen Meeren und rund um den Pazifischen Ozean gelebt. Allerdings ist der Ozean noch nicht genug erforscht worden, um sicher zu sein, dass das Tier nicht mehr existiert. Im Laufe der Jahre wurden mehrere Beobachtungen... Junge, wie sieht er denn aus? Geiler Typ. ...von einem langhalsigen Seeungeheuer im See Loch Ness in Schottland gemacht. Ich spreche von dem Monster von Loch Ness. Nach Meinung vieler könnte Nessie möglicherweise ein Plesiosaurier sein. Es gibt viele Ähnlichkeiten, einschließlich des langen Halses. Also, andere Wissenschaftler sagen, dass Nessie eher ein großer Aal ist. Obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass Nessie ein Plesiosaurier gewesen sein könnte, gibt es viele Leute, die diese Geschichte glauben. Ich glaube einfach, und das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt oder so, obwohl, ach, ich glaube einfach, das ist geil für den Tourismus da in der Ecke. Da ist ja wahrscheinlich nicht viel. Die haben nicht viel, außer diese Legende um Loch Ness, Alter. Und damit machen die gut Kohle. Und die haben ja auch kein Interesse daran, dass das in irgendeiner Weise widerlegt wird. Nummer 4. Ich glaube da nicht dran. Der Pterodactylus gilt als das größte fliegende Tier, das je gelebt hat. Und man nimmt an, dass er vor etwa 66 Millionen Jahren ausgestorben ist. 1870 wurde in Deutschland das erste Fossil eines Pterodactylus entdeckt. Die Wissenschaftler entdeckten auch, dass das Tier warmblütig war und ein Fell hatte. Außerdem hat es einen langen, spitzen Schnabel mit einem Kamm auf dem Kopf und eine geschätzte Flügelspannweite von etwa 10 bis 11 Metern. Alter, wahrscheinlich gibt es dieses Tier nicht mehr. Aber es wird dich überraschen, dass es mehrere Beobachtungen gibt, in denen Menschen behaupten, das Tier entdeckt zu haben. Es gibt auch mehrere Bilder im Internet, auf denen Menschen um das riesige Tier herumstehen. Ich habe keine Ahnung, ob diese Bilder echt sind oder... Junge, die sind gefakter als gefakt, fake, 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 fake. Also, ich meine, das Ding ist, bei den ersten Sachen, da kann man sich das vorstellen. Beim Dodo, der irgendwie 1500 sonst was entdeckt wurde und dann auch irgendwie... Oder das Mammut und so weiter. Aber 66 Millionen Jahre, das ist meiner Meinung nach einfach eine Zeitspanne, das macht halt einfach keinen Sinn und da bin ich mir auch tausendprozentig sicher, dass das einfach, also das ist Quatsch. Dann nicht. Doch die Quatsch, Tatsache, Quatsch, dass Quatsch. Es mehrere davon gibt, gibt mir zu denken. Ja, Nummer 3. Der Triceratops gehört zu den Dinosauriern und war ein Pflanzenfresser. Ach, stimmt, das Vorschaubild, da dachte ich, das ist ein echter. Er fraß hauptsächlich Pflanzen und Sträucher. Außerdem hätte er sein großes Horn benutzt, um Bäume zu schieben. Nun könnte man meinen,
Wenn es dieses Tier noch gibt, hätten wir es vor langer Zeit schon gesehen. Der Triceratops war in der Tat sehr groß und konnte bei einem Gewicht von 13 Tonnen 9 Meter lang werden. Ja. Ich glaube, sie existieren nicht mehr, aber es gibt tatsächlich Leute, die sagen, dass dieses Tier immer noch an Orten herumlaufen könnte, die noch nicht vollständig erforscht sind. Klar, also so ein großer, riesiger Triceratops, der läuft da irgendwo im brasilianischen Urwald noch ein bisschen rum. Wie zum Beispiel im Regenwald von Brasilien, Afrika und der Antarktis. Easy. Auf YouTube bin ich auf ein Foto... Da ist er! Ha, Mensch, der läuft ja durch die Streets. Der wollte da ganz kurz, weil der passt ja nicht in ein Restaurant rein. Deswegen wollte er in McDrive. Was viele vielleicht nicht wissen, aber Spezialisten wie ich und auch viele andere Professoren und Doktoren, die wissen, die lieben den Erdbeershake. Die sind ganz verrückt nach Erdbeershakes. Das ist so innerhalb der letzten Jahrtausende, kannten die sowas ja nicht. So, und dann haben die mal so eine Werbung gesehen im Urwald. Und dachte, Mensch, so ein Erdbeershake ist ja mega geil, lass mal hin. Und wo kriegen die den? Natürlich in der Zivilisation und haben sich halt gezeigt. Aber die sind korrekt. Die machen auch YouTube. Gestoßen, auf dem ein riesiger Triceratops mitten auf einer Straße stehen würde. Ich versuchte herauszufinden, wo er herkommt und es stellte sich heraus, dass es ein großer Streich einiger Witzbolde war, die die riesige Figur aus einem Laden mit prähistorischem Zeug holten und sie mitten auf die Straße stellten. Es gab also mehrere Autofahrer, die zu Tode erschrocken waren, als sie darauf stießen und dachten, es sei echt. Ja gut, kurzzeitig würde ich mir wahrscheinlich auch in die Hose pinkeln. Wenn du so nachts fährst irgendwo durch so eine dunkle Straße und auf einmal steht da so ein riesen Triceratops. 2. Der tasmanische Tiger, auch Marsupialwolf genannt, ist eine ausgestorbene Spezies, die in den Wäldern und Graslandschaften Tasmaniens, Australiens und Neuguineas lebte. Die sind nicht so alt. Wissenschaftler zufolge wäre diese Spezies auf dem Festland vor tausenden von Jahren ausgestorben. Der Grund, warum die Population abnahm, ist, dass sie von Menschen gejagt wurden. Ja. Sie taten dies, weil die tasmanischen Tiger ihre Schafe und Kängurus fraßen. Doch es stellte sich heraus, dass es noch ein Exemplar gab, das im Zoo von Hobart auf der Insel Tasmanien in Gefangenschaft gehalten wurde. Es gibt sogar Videomaterial davon. Benjamin, wie das Tier genannt wurde, starb offiziell am 7. September 1936. 50 Jahre später wurde das Tier offiziell für ausgestorben erklärt. Im Jahr 2019 kamen... Dabei sowas kann ich mir halt vorstellen, dass es das tatsächlich noch gibt, den tasmanischen Teufel. Dokumente der australischen Regierung heraus, die erwähnen, dass mehrere Sichtungen gemeldet wurden und sogar ein Pfotenabdruck des Tieres gefunden wurde. Es werden also neue Forschungen angestellt, um zu sehen, ob diese Spezies noch am Leben ist. Das kann ich mir vorstellen. Nummer 1. Die Sauropoden sind Dinosaurier mit einem enorm langen Hals, einem kleinen Kopf und einem langen Schwanz. Mit einer Länge von bis zu 35 Metern und einem Gewicht von 80 Tonnen gehören sie zu den größten Landtieren, die je gelebt haben. Heute glaubt man, dass diese Tiere vor 66 Millionen Jahren ausgestorben sind. Doch es gibt eine jahrhundertelange Legende, dass eines noch immer rund um das Kongo-Becken, dem zweitgrößten... Der ist 66 Millionen Jahre alt. ...Regenwald Afrikas, lebt. Die Einheimischen gaben ihm den Namen Mokele Mbembe. Die Einheimischen, Pygmäen genannt, sind Menschen, die normalerweise nicht größer als 1,50 Meter werden und sie behaupten, dass Mokele Mbembe ungefähr 10 Meter lang ist und sich auf dem Wasser fortbewegen würde. Im Jahre 1909 berichtete ein Mann namens Karl Hagenbach von einer dinosaurierähnlichen Kreatur im Kongo. Laut mehreren Augenzeugen der Pygmäenbevölkerung hätten sie die Bestie gesehen und 1959 sogar einen getötet. Heutzutage gibt es immer noch Expeditionen, um das Tier zu finden, aber ohne Erfolg. Komisch. Glaubst du, dass diese Tiere existieren? Warum haben die denn jetzt plötzlich ein Schlauchboot? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat... Ja, war super. Leute, wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, gönnt euch die neueste Folge von Minecraft Flucht. Oder schaut gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Edgar, Mini-Paluten und viel mehr. Und habt jetzt alle einfach noch ein tolles Wochenende.